Ja, ich kann das heute, denke ich mal, so das erste Mal sagen, dass ich stolz bin auf meine Mannschaft. Ich denke aber auch, dass die Region stolz ist auf das Team, so wie sie es auch verkörpert hat. Direkt auch immer wieder ganz vorne den Gegner zu attackieren, direkt Druck zu machen, Fehler zu erzwingen. Ich denke, wir haben den Faden genauso aufgenommen gehabt wie gegen 60 München hier. Und mit dem Spaß dann auch auf dem Platz zu stehen, die Leute zu begeistern, auch draußen. Von daher muss ich sagen, Kompliment. Aber wir haben auch in der zweiten Halbzeit, denke ich, auch 10, 15 Minuten gehabt, wo wir schlecht drin waren, wo wir aber trotzdem hellwach waren, dass nichts angebrannt ist. Ich denke jetzt nur auch an den Kopfball, dann direkt auch danach, der an Pfosten geht. Aber wir haben dann auch wieder den Faden gefunden. Nur, und das habe ich jetzt schon in letzter Zeit bemängelt, wir haben das auch im Training aufgenommen, ins Trainingsprogramm, ja, solche Konter zu fahren, die wir heute auch wiederum hatten. Und ich denke jetzt auch nur an die letzte Szene, wo Adi den Ball rüberspielt auf Kruse. Da musst du einfach nachlegen. Aber ich denke, insgesamt haben wir das Spiel, denke ich, auch dominiert und zu Recht gewonnen. Ich gebe das Spiel an Buber weiter. Das sind so Kleinigkeiten in einem Team, weil Buber war die letzten zwei Tage krank, hat mit Fieber im Bett gelegen und hat sich heute Morgen zurückgemeldet, hat gesagt, Trainer, ich habe keine Temperatur mehr, und er steht auf dem Platz und hat sich da im Dienst der Mannschaft gestellt. Das macht ein Team aus, und ich glaube, den Spaß sieht man.